Das könnten wir sogar gleich theoretisch tun. Aber wir gucken erstmal hier, was wir alles bekommen. So. Da haben wir schon mal 40 Silberurnen bekommen. Oder was war das gerade? Sanduhr? Weiß ich nicht genau. So. Bonzenmesser. Alles klar. So, ich glaube, das war etwas, was wir gleich schon bräuchten. So. Beziehungsweise bräuchten ist relativ. Ich müsste mir dann nochmal gucken, was man für was nochmal braucht und was zusammen zu basteln oder was ich überhaupt zusammen basteln möchte. So, man sieht es ja eigentlich, wenn man da drauf geht. So, zwei Gestirn ist auch nicht schlecht. So, die Frage ist, wie lange geht diese Prozedur jetzt? Da wir halt in verdammt vielen Gebieten jetzt was gefangen haben, ja, geht das hier halt gerade übelst ab. Bekommen wir die ganze Zeit irgendwelche Sachen reingeballert. So. Ich halte es nicht für nötig, diese Kämpfe jetzt zu triggern, weil wir die halt eh verkacken würden. So. Ihr wollt nicht? Ja, verstehe. Oh ja, dann könnt ihr. Ja, bla bla bla. So, er hat die Vögel alle studiert. Mega Phönix, 99 Stück. Ja, super. Alles klar. Ich habe die fliegenden Augen alle studiert. Ha, ha, ha. Auch nicht. So. Bombe alles studiert. Meine Güte. Irgendwie werde ich, ich war jetzt vor, also vor 2 Wochen war ich aktiv sehr, sehr krank. Und seitdem kränkle ich so ein bisschen rum. Ich werde nicht so ganz gesund und das nervt mich gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt nämlich die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste husten. Und das geht mir schon so ein bisschen auf den Senkel, muss ich wirklich sagen. Lichtschleier, bla 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 bla. Nein! Oh. Na super, klasse. Also das Ding, das wird uns jetzt richtig töten. Moloch. Ich glaube, das ist gerade ein Gegner der Artensammlung, das uns zum Beispiel Angriffs plus 4 Spheroiden droppt. Ja, die wir da halt dann einsetzen können auf unserem Sphärobrett. Das Ding wird uns sowieso kaputt machen. Da kann ich auch gleich flüchten. Also das Ding, das wird uns auseinandernehmen. Ach, ihr habt verloren. Ihr müsst doch hart trainieren. Was weißt du denn schon? So. Kilika. So, warte mal. Wenn da Kilika steht, dann heißt es, dass wir, glaube ich, schon jetzt fast fertig sind. Ich glaube, viel mehr Items werden wir nicht mehr von ihm kriegen, oder? Schokobo Down, 99 Stück, ist schon mal nicht schlecht. Na, 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 na. Ich habe die Monster aus Makalania studiert und habe euch mal 60 Lichtsteine in euren Inventar wieder eingelegt. Dankeschön. Super seid ihr. Ich liebe euch. Bla, bla, bla. Ah, komm schon, haben MP-Wundermittel, I don't care, Mann. Wieso kann der Typ einen nicht einfach alles auf einmal geben? Warum? Tja, damit man hier immer diesen Probekampf machen kann. Ansonsten hätten die es wahrscheinlich auch so gemacht, dass, ja, one button, einmal ansprechen, du hast alles. Aber das wäre ja unfair, weißt du? Das erste Mal soll ja immer kostenlos sein. So. HP-Wundermittel. So, jetzt muss jetzt aber irgendwann mal vorbei sein, oder? Also ich habe hier so viele Sachen bekommen, das ist jetzt langsam wirklich mal gut, ne? Oh, Bicanel studiert. Eieiei. Das ist, glaube ich, ist der große Wurm, gegen den wir hier kämpfen könnten. Nur halt in Grau oder was auch immer der für eine Farbe hat. Auf jeden Fall sieht der richtig slime-eklig aus. Todeskerze, 99 Stück. Mit Todeskerzen konnte man, glaube ich, auch ordentlich Todesattacke machen, oder? Oder wie war das? Irgendwas Interessantes konnte man auf jeden Fall damit machen. Drei Gestirn. Drei Gestirn ist schon ganz nice. Reduziert die MP, den MP-Verbrauch auf, von allen oder von ein auf 1 oder 0? Ich weiß gar nicht genau, wie das genau war. Und so langsam habe ich es aber richtig, richtig leid, mit ihm zu sprechen. Ich habe richtig reingeschissen mit der Aussage, ja, nach Kilika müsste es ja gleich schon vorbei sein. Man bekommt mehr Items, als ich dachte. Really. Zockerseelen, 99 Stück. Ah, nicht schlecht. So. Pretty please, hör mal auf jetzt. Ich will nicht mehr mit dir quatschen, du Sack. Aber ey, warte mal. Waren das gerade 99 Finalexiere? Das ist gar nicht schlecht. Damit kann man was anfangen. Ja, geil. Geil.
Oh, ihr jagt also diese eisernen Giganten, lasst euch ja nicht von ihnen erwischen, klar? So. Also, die fehlen uns auf jeden Fall noch. So. Gut, also von der Gebietssammlung her haben wir jetzt fast alles. Bei der Abendsammlung müsste es auch fast alles sein. Zwei Sachen fehlen uns. Durch die Artensammlung können wir unsere ganzen Spheroiden holen, die für unsere Werte zuständig sind. Fenrir ist... also, warte mal. Moloch war, glaube ich, Angriffsdings. Königsbomber, eventuell Magie, weiß ich nicht. Elasul-Panzer war auf jeden Fall Abwehr. Anti-Teilchen, keine Ahnung. Ja. Flügelzyklop hat Zauberabwehr gedroppt. Zum Beispiel. Und droppt übrigens nette Items, um ja, solche Ekstase-Sachen zu kriegen. Triple Ekstase, Doppel AP, dies und das. Also da bekommt man schon einige gute Sachen raus. Also wenn wir jetzt einfach mal schauen, was wir uns jetzt so alles bauen könnten, dann ist das schon sehr, sehr nice. Also hier zum Beispiel ein MP-Expander. Hier können wir uns null Monster basteln. Auto-Phönix, Auto-Kur, Auto-Potion. Ja, und so weiter. Also geht auf jeden Fall ab. Rüstung mit Autoprotest, Autohast und Autophönix und sowas ist schon sehr, sehr praktisch. Ich überlege mir aber noch, was ich mir jetzt für Rüstungen zusammenbasteln soll. Also ich will das jetzt gut überlegt machen. Ja. Genau. Ich will das auf jeden Fall gut überlegt machen. Deswegen schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal keine Rüstung bauen, obwohl es sich jetzt anbieten würde. Aber das machen wir dann, wenn ich mir sicher bin, was für eine Rüstung ich wirklich haben will. Weil ich finde, da muss man ab und zu ein bisschen differenzieren. Für die schwarzen Extra-Bosse wäre wahrscheinlich dann Auto-Phönix, Auto-Protest, Auto-Potion sehr nice. Das vierte ist jetzt auch ein bisschen optional. So. Für einen anderen Boss allerdings wäre dann Auto-Potion, weiß ich nicht. Ja, Auto-Protest, Abwehr plus 20%, muss man auf jeden Fall dann reinballern. Aber Auto-Phönix ist dann die Frage, weil normalerweise lässt man seine Charaktere in dem Kampf dann halt nicht sterben. Und ja, das ist jetzt halt eben die Sache. Gut. Also, wir wären jetzt hier mit der Monsterschalt erstmal fertig. Also, ich wollte jetzt eigentlich nur die ganzen Items hier einmal eingesammelt haben. So. Moment mal eben. Auf den Waffen musste man immer diese Sachen ballern, ne? Mit Doppel-Ekstase, genau, und Ekstase-Wandler. Achso, okay, gut. Ja, denn bald werden wir hier einen super tollen AP-Trick anwenden. Und ja, da müssen wir halt nochmal gucken, eben, was wir alles dafür benutzen werden. Theoretisch reicht mir eine Waffe. Ja, Finale, Alexi, wir haben nur 30 Stück bekommen, nicht 99, ne? Schade. 20 müssen wir also verballern, damit wir Doppel-AP machen können. Ja, wir werden mal schauen. Also eine komplette Waffe von Grund auf werden wir uns wahrscheinlich jetzt nicht daraus basteln. Weil Doppel-AP halt einfach so mega teuer ist. So, aber man könnte theoretisch ja, wenn wir eine 4-Slot-Waffe holen, echt eine verdammt kranke Sache zusammen basteln, um halt ziemlich viel AP dann zu bekommen. Aber aber wir kacken einfach mal drauf. So. So, als nächstes machen wir etwas, was mir wahrscheinlich den letzten Nerv rauben wird. Eieiei, ne, jetzt, einige von euch wissen jetzt, was ansteht wahrscheinlich. Und zwar, als nächstes möchte ich mir die Solaris-Waffe holen für den lieben Tidus. Und dafür müssten wir eigentlich jetzt mit, der Alten sprechen. Wo gammelt die denn jetzt bitte rum? Das ist jetzt der Alte, der da, glaube ich, von Chocobo sitzt, oder? Oh, da sitzt einfach gar keiner drauf. Das ist ja mal klasse. Ich dachte, der wird jetzt spawnen irgendwie, wenn ich, ja, halt eben näher komme, aber scheinbar nicht. Ah, warte mal, aber die olle Tante, die ist bestimmt hier hinten links. Hä? Wo zur Hölle gammelt die alte Tante rum? Ich bin gerade verwirrt. Okay, sehr, sehr, sehr strange. Okay, wundert mich eigentlich nicht so sehr, dass sie weg ist. Denn um sie einfach mal wieder herzurufen, reicht es, wenn wir einfach zum Flugschiff gehen und dann schön, ganz schön, hier eben mal ganz kurz
runtergehen zur, wieder zur schönen Ebene. So, dann müsste sie wieder da sein. Und wenn sie wieder da ist, dann können wir sagen, ja, wir wollen mit dir üben. Ein paar gezähmte Chocobos stehen zur Verfügung. Möchtest du einen? Nö, ich will trainieren. Verstanden, komm hier rüber. So. Oh gut, hör gut zu. Folgendes. Von deinem Startpunkt aus musst du innerhalb einer vorgegebenen Zeit hierher gelangen. Oh Gott, ey, ich werde mich wieder so viel aufregen hier, ne? Ich kann schon riechen. Der Chocobo ist ungezähmt. Er wird also unkontrolliert durch die Gegend rennen. Steuere ihn mit links und rechts und lauf zwischen meinem Chocobo und mir hindurch. Verpasst du das Ziel oder kostet es zu viel Zeit, hast du verloren. Wenn das hier dein erster Versuch ist, solltest du dir die Steuerung anschauen. Also los geht's. Die anzuschriebene Zeit beträgt 12 durch 8. Ja, also 12 Sekunden. 12,8 Sekunden, meine Fresse. So. Alter, what the fuck. Also bis jetzt kommen wir ziemlich gut gerade hier durch. In der Zeit eventuell auch noch. Yes, wir haben es geschafft. So, meine Zeit beträgt 12.03 und das heißt, wir sind geil. So. Ja, ich gebe dir Bescheid. So. Bei jedem neuen Rekord bekommen wir was. Aha, wir machen mal anderes Training. Wir machen jetzt Eier. Oh, fuck. Doch, kein Bock. Ja, willst du echt aufhören? Ja, ich will echt aufhören, Mann. So, ich hätte hier... Fuck, Mann. Ich will mit dir trainieren. Ey. Hä, was möchtest du denn? Ich will trainieren. Verstanden, komm hier rüber. Meine Güte. Und zwar Ausweich-Chocobo. Ich dachte immer, das Neuere wäre oben, aber ich habe mich geirrt. Diesmal läuft der Chocobo geradeaus. Das Prinzip bleibt aber gleich. Diesmal werden jede Menge Bälle aus angeflogen kommen. Weiche ihn mit links und rechts aus. Kriegst du einen Ball ab, bleibt der Chocobo stehen. Passt also gut auf. Wenn das hier dein erster Versuch ist, solltest du die Steuerung anschauen. Warum eigentlich? Die Steuerung hat sich doch kein Stück verändert zum ersten Match aus. Und man kann ja folglich erstmal nur das andere machen. Das erste machen, bevor man das zweite machen kann. Also ist dann vorausgesetzt, dass man die Steuerung dann kennen müsste. So, aber ich denke mal, jetzt werde ich das erstmal sehr hart verkacken. Warte mal, das finde ich interessant. Warte mal. Wieso kann man hier eigentlich die Kamera ändern? Den Angel. Den Aspekt kann man ändern, okay. Ja, ich will das nochmal machen, aber woher kommt denn dieser Mythos, dass man besser laufen kann, wenn man die alle, also R1, L1 und so gedrückt halten kann? Woher kommt der Mythos? Oder ist es überhaupt ein Mythos? Ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade sehr chillig ist zu laufen. Yeah, meine Zeit beträgt 14,5. Ja, du hast das bestanden, ja. Und Ausweichen ist super von dir gewesen und ja. Shoutouts in den Commentary ist gerade voll für den Arsch, weil du immer so M und L und A, keine Ahnung. Aber Leute, rechnet's mir an, wir haben verdammte Scheiße jetzt Samstag. Und ich bin eigentlich relativ früh aufgestanden für einen Samstag, ne? Muss man noch dazu sagen. Super Ausweich-Chocobo. Und deswegen bin ich vielleicht noch nicht ganz beim, ja, bei der Höhe. Diesmal wird allerlei angeflogen kommen. Weich ihn mit links und rechts aus. Kriegst du einen Ball ab, bleibt da. Es ist immer das gleiche fucking Prinzip. Wir müssen einfach nur in der vorgegebenen Zeit da hinten an die Ziellinie ankommen. Und ja, am besten, ja, uns nicht von irgendwelche Scheiße treffen lassen. So, wir haben hier Birds und Balls. Und diese Balls, die... Guck mal, warte mal. Alter, das ist jetzt echt hart. Also wie kann das denn bitte sein, dass ich mich so hart von den Sachen treffen lasse? Okay. Ich weiß, wie ich jetzt nicht laufen muss. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, jetzt glaube ich, habe ich bessere Chancen. Alter, wieso trifft mich denn der Vogel? Der Kackvogel! Alter! Der Kamera... Die Kamera... Ne, es sieht einfach scheiße aus. Ich kann so nicht spielen. Also ich kann hier echt nicht so spielen. Hm, und er ist wieder verkackt, ey. Aber auch nur, weil die Kamera so weit vorne ist, ey. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Oder soll das hier Sinn und... Warum lässt du dich denn treffen, du Drecks-Chocobo? Weich doch selber aus. Spring zur Seite. Weiß ich nicht. Mach ein Salto oder so. Aber geh mir nicht so auf den Zack, Junge.
Das kannst du doch nicht bringen. Bap, 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 bap. Ah! Ey, da lässt man sich am Ende treffen und verkackt wieder die Zeit. Eigentlich ist es ziemlich einfach, sich über Sachen nicht aufzuregen. Und ich habe jetzt eigentlich schon mal... Ich habe aber mal drüber nachgedacht. Was bringt es eigentlich, sich aufzuregen, ne? Seriously, ich habe nachgeforscht oder nachgeschaut, was es bringt, sich aufzuregen. Und die Antwort ist, eigentlich im Prinzip bringt es rein gar nichts. Man erhöht einfach nur seinen Bluthochdruck. Und ja, was hat man sonst noch davon? Ja, eigentlich nichts. Übrigens, ne, wenn man oft Wutanfälle hat oder so, das wirkt sich schlecht auf die Lebenszeit aus. Ich kann das jetzt gerade schlecht belegen, aber dadurch, dass man ja dann einen hohen Blutdruck hat und dies und das, ja, ist es dann zum Beispiel auch wahrscheinlich ja zum Beispiel im hohen Alter, ja, dass man einen Schlaganfall oder sowas bekommt, ja, und leck mich am Arsch, ich will keinen Schlaganfall, aber das pischt mich ein bisschen an, Junge. Aber noch bin ich ja noch nicht so old. Deswegen ein bisschen Rage kann mein Buddy vielleicht noch vertragen. Aber an sich, wenn man es genau nimmt, Rage bringt absolut gar nichts. Besonders bei Games nicht. Lasst euch einfach nicht aus der Fassung bringen. Do your fucking thing. Und wenn andere Spieler halt kacke sind, dann sind sie halt kacke. So, ich hab's geschafft, du Arschloch. Hihi, welch Genuss, dabadabada, mein Trainingsprogramm ist abgeschlossen und jetzt musst du das Rennen der Rennen machen. Und jetzt kommt eigentlich ja der schwierige Teil, das war ja alles noch hier Kinderscheiße, Fang Fang Chocobo. So, ich wünsche, ich hätte euch jetzt mehr noch sagen können zu Rage und warum das nichts bringt und dies und das, weil ich habe mir das ordentlich durchgelesen, aber mittlerweile schon bis zu diesem Punkt auch so weit vergessen, dass ich es euch nicht sagen kann, schade. So. Jetzt kommen wir zu den Spielregeln. Also, wir laufen von hier, von Anfang Bevel, zu Richtung Berg Gagaset. So. Schnappst du dir einen Luftballon, bekommst du 3 Sekunden als Bonus. Aber erwischt nicht die Vögel, bleibt der Chocobo stehen. Das sind 3 Strafsekunden. Die Bonus- und Strafsekunden werden auf deine Gesamtzeit berechnet. Wenn du genügend Ballons sammelst, kannst du nach mir ins Ziel und trotzdem gewinnen. Okay, genug erklärt. Gehen wir ans Eingemachte. Zur Orientierung, eine Zeitvorgabe, 44 Sekunden. Bist du bereit? Ja. So, das Problem hier ist allerdings nur... Wir sollten hier ganz, 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 ganz viele Luftballons einsammeln. So, und, ja, wenn wir das dann geschafft haben, ja, ist es ja sehr gut, denn wenn wir sehr viele Luftballons eingesammelt haben und uns, ja, eher weniger treffen lassen haben, ja, dann, ja, dann kommen wir auf ein bisschen weniger Zeit. So, und auf welche Zeit müssen wir finally kommen? Wir müssen kommen auf die Zeit 0, 0, 0, damit wir an die Solaris-Waffe von Tidus rankommen. So. Hört sich crazy an. Ja, ist es auch. So, deswegen wird das hier wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich verstehe gar nicht, warum dieser Chocobo sich einfach so blöd lenken lässt. Ich drücke gerade hier hinten die Tasten. Ich habe nicht meine Ahnung, jetzt, wie das jetzt sich anfühlen würde, wenn ich das ganz normal machen würde. Aber wow. Rein theoretisch, wir haben es geschafft, wurden aber so oft getroffen, haben so wenig Luftballons, dass es nicht reichen würde. Meine Zeit würde jetzt also betragen 25 Sekunden. Damit bin ich der größte Loser auf Erden. Hooray. So. Level 3 Sphero-Dings. Was? Chocobo-Schein? Aha, schön, dass wir den Chocobo... Wir bekommen dafür einen Chocobo? Denk, was? Wieso bekommen wir den nicht, wenn wir 0-0-0 haben? Na, egal. So, 3, 2, 1, los geht's. Ja, wir probieren es aber nochmal. Das wird ja wohl irgendwie funktionieren. So. Jetzt muss ich einfach nur gucken, wie die Birds sich halt bewegen. So. Das ist relativ safe. Alter. Verkackt. Nein, 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 Birds, Birds, Birds. Oh nein, oh nein. Ja, und man kann sich aber auch nicht von diesen, also auch wenn man das jetzt früher schon ein paar Mal gemacht hat, kann man sich ja zum Verrecken nicht merken, wo die ganzen Birds denn jetzt wirklich lang geflogen sind, ne? Also, da wäre ich ja, weiß ich nicht, wer. Jesus Christ, wenn ich mir merken würde, wo die Birds immer lang fliegen. So. Aber nach ein paar Malen sollte man das schon wieder drauf haben. So, ist zwar besser, aber lassen wir es ja, gelten. Ja, okay, ne? Turbo-Äther. Also, von den Ballons her war das eigentlich gar nicht so schlecht. So, aber wir wurden leider von viel zu vielen Birds getroffen. So, übrigens sind manchmal die Ballons auch ganz anders. So,
Und dann wird man einmal von dieser Sackratte hier einfach überholt. So, und was passiert dann? Dann verkackt man sowieso. Weil man hat die ersten 5 Ballons oder so ausgelassen. Ich denke mir einfach nur gerade, ja, geil, fick dich oder so. Weil, ja, weiß nicht, hier kann man sich eigentlich gleich die Kugel geben, ne? Also, das ist ja pretty useless, hier überhaupt noch irgendwie versuchen zu gewinnen. Ja, weil ab und zu sind die Ballons halt eben so kacke. Ein bisschen muss man sich dann mal auf sein Können verlassen. Und ein bisschen auch auf Glück, dass das Spiel halt einen die Luftballons mal ein bisschen schöner in den Weg stellt. Denn so waren die definitiv einfach scheiße. Meine Nase juckt die ganze Zeit, das geht mir so hart auf die Nerven, ey. Am liebsten würde ich, in solchen Momenten würde ich mir ein bisschen die Nase rausreißen, ey. Alter, meine Güte, ich will einfach nur einmal vernünftig aufnehmen. So, und dann fange ich an, wieder an zu kränkeln oder Allergie oder dies und das. Es geht mir einfach nur mega auf den Sack, ey. Was ist eine Sommerzeit für mich für so eine keine Ahnung. Was ist für ein Abfuck für mich? Für ein körperlicher Abfuck. Das geht mir echt auf den Keks.